Tag 3. Diesmal gibt es keine gelben und roten Karten. Der Veranstalter ist beratungsresistent. Wir bleiben also beim Fechten, genauer beim Herrensäbel Mannschaft der Kadetten. Thailand hat souverän gegen Kuwait gefochten und Thun Lyon setzt auch gegen Taipeh den ersten Treffer. Er übergibt mit 5:4 an Wechayanen. Wechayanen bricht im zweiten Gefecht ein und übergibt mit einem Rückstand von 4 Zählern. Anfangs scheint es so, als würde sich der Abwärtstrend fortsetzen. Taipeh mit einem Doppeltreffer. Doch bei Pan kann das Ergebnis offen halten. Wechayanen hat nun einiges gut zu machen und er macht es gut, übergibt sogar mit einem Punkt Vorsprung. Jetzt ist wieder alles offen. Doch die Freude währt nicht lange. Mit 2 Zählen Rückstand geht Thun Lyon ins letzte Gefecht. Stand von 42:44 begeht Thun Lyon einen verhängnisvollen Fehler. Bei seinem Treffer macht er einen Kreuzstand. Statt Ausgleich eine gelbe Karte. Ein Mungosprung à la Willy Cotti beendet den Mannschaftskampf. Taipeh gewinnt 45:43. Thailand an Bronze vorbeigeschrammt, aber aufopferungsvoll gefochten, die Mannschaft auf dem Weg nach oben.